Hallo, ich grüße euch. Ich wollte mich hier mal kurz melden. Es gibt allerdings nichts Neues. Ich habe eigentlich in den letzten Videos alles gesagt und habe nichts Neues. Was ich neu hatte, musste ich auf BitChute verlagern, weil ja hier nicht darüber gesprochen werden darf. Aber ich habe jetzt den Eindruck, die Lieferkettenproblematik, das deutet sich langsam an, könnte aber erst im September sehr akut werden. Ich hatte den August genannt als den finanziellen Knall. Dass da ein finanzieller Knall ist und ich glaube, das kommt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich erst im September. Und ich habe allgemein über den September auch einen Eindruck, dass da eine Mars-Pluto-Energie sehr stark in Erscheinung tritt und das wirkt sich auf den Krieg in der Ukraine aus. Eine Partei wird eben die ungünstigen Aspekte oder die ungünstigen Qualitäten dieses Aspektes erfahren, die andere Partei, Ukraine, die wird eher jetzt, sagen wir, für sich einen Wendepunkt erfahren, also dass sie die Überhand, dass sie Überhand nehmen, also wie sagt man das, dass sie etwas mehr Boden gut machen. September erscheint mir da und die Lieferkettenproblematik wird auch durch Mars-Pluto durchaus repräsentiert, so wie das Blut im Körper durch Mars repräsentiert wird, könnte man sagen, sind die wahren Lieferungen ein unbedingtes Muss für die Wirtschaft, das Blut der Wirtschaft. Die Produktivkraft eben betreffend. Und ein anderes Phänomen ist die Erkrankungen, auf die ich mich hier nicht näher einlassen kann, nehmen eventuell auch im September sichtbar zu. Und die Energiesteigerung, die allerdings, glaube ich, jetzt nicht mit Mars-Pluto zusammenhängen. Die Energiesteigerung, die könnten da wirklich Fahrt aufnehmen, also dass man das deutlicher merkt von Neumond zu Vollmond und dann wieder der Neumond. Immer wieder nach diesen Mondphasen wechseln, kann man erwarten, dass es bedeutend höher geht mit den Energien. Und uns erwartet eine Zeit, die man jetzt gleichnishaft beschreiben kann, als würde eine neue Farbe kommen. Ab Oktober, spätestens November, schätze ich. Als würde eine neue Farbe kommen, neben Gelb, Rot und Blau. Natürlich nur als Gleichnis, aber das bedeutet auch, dass da etwas Neues ist, was wir dann integrieren müssen. Dass man da vielleicht hin und wieder das differenzieren muss, dass man das lernen muss, damit umzugehen, mit dieser neuen Energie. Und da muss man wirklich sagen, das sind ganz tolle Sachen, die da auf uns warten. Während auf der anderen Seite der weltlichen Ebene eben auch jetzt die Schattenthematik nochmal ganz stark in Erscheinung tritt und eine Welle der Niedergeschlagenheit Ende des Jahres, vielleicht sogar jetzt schon bald, auftaucht. Und da sollte man laut Engeln wirklich nicht zu sehr hineingehen und sich immer wieder gut überlegen, wo man ist, wo man gegründet ist, ja, auf welchem Boden man steht und wie man dort gegründet ist. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe, wie gesagt, schon auf BitChute einige Videos gemacht. Die Weltelite wird hier ihre größte Angst erfahren, indem sie gewisse Umstände schürte, die gar nicht in ihrem Sinne war. Und das betrifft eben einen gewissen Skandal, der hier provoziert wurde. Und damit ist die Dunkelheit eigentlich, na sagen wir, die hat einen enormen Rückschlag erlitten. Die wird einen enormen Rückschlag erleiden. Man muss das natürlich jetzt in dieser Beschreibung loslösen von dieser Tragödie, die da zu erwarten ist. Und wie gesagt, habe ich mich auf BitChute dazu näher geäußert. Aus diesem Sonnenlicht kann ich also wirklich auch eine Art Erweiterung entnehmen, als würde sich ein Raum erweitern, als würden sich Räume der Erfahrung erweitern. Und jetzt habe ich noch von den Engeln eine kurze Mitteilung. Es ist so als Anekdote gemeint. Ist vielleicht für einige eine wesentliche Information, aber ich hoffe, ich kann es richtig rüberbringen. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht. Also es kann sein, dass man hin und wieder glaubt, durch allgemeinen Druck oder ein Gefühl, das einem so einen Nachdruck vermittelt, dass es jetzt drauf ankommt, dass man glaubt, man müsste jetzt die spirituelle Bemühung intensivieren, so als müsste man sich mehr reinhängen. Und es kann das richtig sein, ja, aber es kann auch sein, dass man auf einem Weg unterwegs ist, der einem gar nicht so entspricht und einem gar nicht so liegt. Oder wo man vielleicht irgendwelche Anschauungen hat, die gar nicht nötig sind. Und man könnte einen besseren Weg gehen, der für mehr Zufriedenheit sorgt. Und der vielleicht den Charakter hat, es ist einem gegönnt und erlaubt, so frei zu sein zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man hin und wieder umschaltet,
und Wege auch mal ausprobiert oder Anschauungen ausprobiert, dann findet sich das auch leichter, als wenn man immer wieder dasselbe wiederholt. Das war so ungefähr das, was ich mitteilen wollte. Und ja, es kann sein, dass ich erstmal in diesem Jahr, bis es eben jetzt zu einer Veränderung auf der weltlichen Ebene kommt, wo man dann wieder was berichten könnte, in Abständen von 2 Wochen Videos mache oder sogar 3 Wochen. Ja, also wenn ich längere Zeit keine Videos mache, dann liegt das daran, dass ich einfach nichts Neues mitzuteilen habe. Und bis ich nicht channeln kann, habe ich dann auch keinen Grund, finde ich. Und die Sachen, die ich auf BitChute mache, die betreffen jetzt vor allem so Themen, die nicht jedermanns Sache sind, denke ich. Und irgendwann werde ich auch auf YouTube noch einen Astrologie-Kanal eröffnen, also für den, der da Interesse hat und jetzt ein bisschen es traurig findet, dass ich keine Astrologie-Videos mehr mache. Also das habe ich mir alles noch vor Augen. Das habe ich alles noch vor Augen, dass ich da was machen will. Aber ich glaube, dass ich besser auf die Energieanstiege warte. Ich habe da wirklich den Eindruck, dann läuft das alles auch besser. Und da will ich den Neuanfang eines neuen Astrologie-Kanals dann auch mit den neuen Energien verbinden. Und es könnte, wie gesagt, ab Oktober, November der Fall sein, dass wir auch wirklich von den neuen Energien stärker profitieren. Und das betrifft dann vor allem auch unsere Lebensgefühle, also dieses Gefühl, hier zu leben. Also es ist wirklich eine Matrix, die uns einlullt. Ich habe die so oft vor Augen und es scheint, als würde diese Matrix durch gewisse kollektive Prozesse, die jetzt kommen, die ich auf BitChute näher beleuchtet habe, so mal richtig aus der Verankerung gerissen. Und wenn das geschehen ist, dann ist das nicht mehr gegründet und es ist die Matrix wahrscheinlich dann nicht mehr so stark wirksam. Sie wird, so sagen die Engel, an einigen Orten, also besonders die Politik, sehr stark noch wirken, ultimativ sogar, sagen die Engel. Aber was uns angeht, da werden wir wahrscheinlich auch profitieren von einer Art kollektiven Ernüchterung, die jetzt, sagen wir mal, rein energetisch betrachtet eine gewisse Loslösung vom Kollektiv beinhaltet. Was ich damit sagen will, ist, es könnte sein, dass wir ab Oktober, November uns auch wirklich freier fühlen und dass das dann zunimmt mit der Zeit, dieses Gefühl einer neuen Freiheit. Das wird man dann auch stärker merken, was das bisher hier war für eine Welt, nämlich sehr eingeschränkt.